Was ab? Hier ist mal wieder der Ärgerste für euch am Start, liebe Zocker und Zockerinnen. Was geht ab? So, und ich werde jetzt hier nochmal eine Runde dieser zwei kurz zocken mit der Rasse Zirk. Ja, warum auch nicht? Wir spielen hier gegen Proud, gegen Outlaw und gegen Extra. Extra. So, zwei Protoss und ein Zufallsspieler. Und wir spielen hier mit Ganjaman, ne? Der ordentlich Ganja rauchen kann. Und mit Stone Cold. Stone Cold, ja. Vielleicht wollte er auch Stein Cold schreiben oder was. Keine Ahnung, ne. Kann gut sein. Oh, hier, Ganjaman hat schon ordentlich hier rumgeraucht. Der ist schon tot, anscheinend. Ne? Hat so einen Totenkopf hier drin, ne? Ist an Drogen gestorben. Finger weg von Drogen. Ist nicht gut. So, hier, er hat aber auch schon Level 90, krass. Also ein Hardcore-Zocker, anscheinend. Bin ich natürlich nicht, ne? So, und los geht's. Ich hole mir jetzt mal gar kein Gas am Anfang. Gleich erstmal Masse pulvern. So, was bauen wir denn mal? Mal eine Runde Roaches rauskloppen. Eine schöne Line. So. Wir brauchen mehr. Ein paar Linge vielleicht noch davor. Komm, zwei kriege ich doch. Oh, sogar drei, schön. Da hopfen sie, da hüpfen sie lang, hopfen sie. Hup, hup. Sehen aus wie so kleine Barsche, ne? Die haben auch so eine Rückenflosse, die haben auch so Stacheln dran. Barschlinge. Nicht zu verwechseln mit den Arschlingen, ne? Oh, die sind so verdammt stark. Die dreckigen Zilots. Oh, anscheinend doch nicht. Oh. Aha. Wunderschön. Wunderschön. Können wir hier direkt nochmal ein bisschen umsetzen. Und gleich nochmal mehr Roaches pulvern. Richtigen Bulk und Roaches. Ach, die wollte ich doch gar nicht einsetzen. Den setze ich auch nochmal um. So, und der kommt dahin. Und dann kommen nochmal ein paar Linge davor. Na, Linge, Kuh, so. Wunderschön. Das sieht doch schon herrlich aus. Können wir auch schon mal so ein Upgrade für machen für die Linge? Obwohl, hat ja nichts mit Angriffsschaden zu tun. Machen wir trotzdem. Oh, wir ziehen die hier gut auf jeden Fall. Was soll ich sagen? Ah, da haben wir den Booker schon weggehauen. Es gibt 200 Bonusmineralien. Ja, wunderschön. Herrlich. So, jetzt können wir auch noch ein paar Linge, Könige, meine ich, dahinter klatschen. Linge, wie kommen wir auf Linge? So, noch eine dritte vielleicht. Nee, das ist nicht gewährt. So, und jetzt hole ich mir mal das erste Gas hier. Wir sind ja auch gut im Vorteil die ganze Zeit. Da kommt aber auch jetzt eine Masse an. Oh, hawa, hawa. Ja, da werden sie aufgedeckt. Aber jetzt habe ich natürlich auch keine Abwehr mehr gegen Luft. Natürlich ärgerlich. Ah ja, ich hab ein paar Stalker hier, aber mit 5 Benches ist natürlich übel. Wir brauchen jetzt hier gleich mal Upgrade zu Tier 2. Sonst wird das böse. Böse, böse, böse. Ah, die kennen die, erledigt das hier schon. Ja, was scannt er überhaupt? Gibt er für 25 Mineralien aus? Er hat 1 Sentry. Das war sinnvoll, dieses Scannen gerade. Hätte er sich die 25 Mineralien auch echt sparen können. Ne?
Hätte auch wegwerfen können. Appelmülleimer mit 25 Mineralien. Sinnfrei. Die Canon-Detektor, also hat sowieso einen Detektor drin und würde die ja sowieso aufdecken und wegknallen. Daher, ja, sinnfrei. Oh, krass, Alter, das ist schon, braucht nur Halluzination. Der hat hier aber auch eine Masse. Alter Falter, das ist übel. Echt Massive Sealots. So, was können wir denn dagegen mal tun? Ein paar Hydralisken könnten wir mal setzen. Ganz jetzt einfach mal dahinter, die sind ja auch nicht so teuer. Aber wir brauchen natürlich dann auch mal sowas wie... warte mal, wir könnten jetzt natürlich auch mal einfach mal... ja, so ein Overseer wäre ja nicht schlecht, ne? Bräuchten wir ja mal. Ich hoffe, die kriege ich jetzt auch diese 125 Mineralien. Aber gerade so, ey. Das war knapp. So. Jetzt kann man mal einen Scan machen. Er muss das mal ausschalten, dass sie hochgehoben werden automatisch, weil die greifen ja nur einen an. Das ist dann nicht so schön. Ist auch Glück, dass ich jetzt hier noch einen Overseer habe. Werde jetzt hier selbst auch nochmal ein paar Schänder, glaube ich, setzen. Ja. Weil das ist sonst ganz schön böse, was hier passiert. So, oder ich jetzt hier mal so einen Verseucher, könnte ich natürlich auch noch machen. Der ist natürlich auch schon ganz schön teuer. Nehmen wir lieber nochmal ein, zwei Mutalisken dazu. Na, kriege ich noch einen? Nee, natürlich nicht. So ein Mist aber auch. Schade, ich hätte so gern noch so einen Flattermann gebaut. Mal ein Panzerupgrade machen. Oha, oha, oha. Haben wir auch eine Masse hier jetzt. Was baue ich denn jetzt nochmal Schönes? Das ist Gas? Nö, ich baue glaube ich keine Gas mehr. Ich probiere einfach nochmal ein paar mehr Hydralisken dahin. Ah, kann ich auch noch einen hier zwischensetzen? Wunderschön. Herrlich. So, nochmal ein Angriffs-Upgrade. Oder Panzerung ist eigentlich besser, weil das für beide ist. Deswegen ist es auch generell teurer. Ah, hole ich mir lieber nochmal Panzerung, ne? Panzerung. Ja, die Stürme sind natürlich richtig geil hier. Die knallen richtig schön rein. Komm, noch einmal stürmen, mein Freund. 73, 74. Ja, wunderschön. Und hier kommt auch eine schöne Masse an. Kann man nicht anders sagen. Herrlich. Das Staffelprofil entwickeln wir ja auch nochmal. Um die Angriffsreichweite zu erhöhen von den Hydralisken. Dann haben die plus 1 Reichweite mehr. Ja, natürlich schon viel, ne? Wow, wow, wow. Baby, baby, baby. Plus 1. Was für eine Übermacht, ne? So, ja, nochmal so ein paar. Ja, nehme ich jetzt auch mal so ein Verseucher. Nö. Jetzt ja nochmal zwei Hydras hin und nochmal ein, zwei Wutsches. Okay, es war jetzt zu spät. Gibt keine Ballerei mehr. Ausverkauft. Dass immer mehr mit rein wollen, ey. Frechheit. Jo, das sieht doch schon ganz gut aus. Machen wir nochmal ein Angriffs-Upgrade rein. Und noch eins. Schon 2-2. Ah, schön, dass er die Energie den abzieht. Können sie mich nichts mehr machen. Den High-Templern.
ist richtig geil. Na, die Hydralisten sind echt Knaller hier. Na, da ist ja noch was hier. Muss ich auch gar nicht scannen. Schön. So, dann vervollständige ich hier mal meine Line. Meine schöne, ausgeprägte Hydralisken-Line. Auf ein Auge. Aha. Das ist ja was. Ich habe zufällig zwei, kann ich eins abgeben. Ganz starben. Ja. Ach, die Mutalisken verkaufe ich hier wieder. Brauche ich lieber Watches oder Hydras für. Hat 66 Mineralien, ist ja so gut wie nichts. Frechheit. So. Pulver hier vorne mal so ein paar Linge hin. Kleinen Stinker hier. So, wunderschön. Und holen mir jetzt auch erstmal das Gas hier, das zweite. Oh, kann man ja mal machen, ne? Zwei Gas. Ich gebe Gas und hol mehr Gas. Vom Gas. Mama Maserati fährt 210, schwupps die Polizei, hast dich gesehen, ich geb Gas. Das macht Spaß, das macht Spaß. So, oh, hauer, 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 da kommt auch noch ein Träger dazu. Und kostet der Sprit auch 2,10 Mark. Scheißegal, es wird schon gehen, ich geb Gas. Das macht Spaß, das macht Spaß. Ja, Sprit 2,10 Mark. Ja, das wäre ein Traum, ne? Wenn er nur 2,10 Mark kosten würde. Deutschland, Deutschland, verdammt teures Land. 2,10 Mark, ey. Wenn man das mal umrechnet in Euro, ne? Hm. Ist das nicht frech? Wenn der Sprit 1,05 Euro kosten würde. Knaller, oder? Ja, kostet aber leider 3,20 Mark. Ja. Circa, ich feiere einen Diesel. Daher geht das noch. Kostet nur 1,34 oder 1,50 schon mal. Ne? So, kommt auch ab und an mal vor. Auch schon ganz schön gewaltig teuer. So, jetzt pulver ich hier doch noch mal so ein paar Infestors zwischen. Kann ja nicht schaden, ne? So, einer geht noch. Und gleich das Upgrade hinterher. Was bauen wir denn hier mal? Ach. Ach, so dickes Ei. Bewegen. 50 mit rein. Boah. Nehmen wir mal mit, ne? Anfangsenergie erhöhen von Verseuchern machen wir auch. Wunderschön. Oh ja. Schön was verseuchen hier. Schon gar nicht mal so schlecht wieder aus. Ah, er hat auch einen Träger, ja, das ist doch schön. So muss das sein. Ich baue jetzt Pulver hier wirklich mal noch ein paar mehr hin. Ah, von da an hier mal. Mal umsetzen ein bisschen. So. Oh. So, auch noch einen hin. Aber hier will ich natürlich auch noch einen haben auf der Seite, ne? Und wie sieht es da so aus? Jo, geht doch klar, auf jeden Fall. Ja, wunderschön.
pullt man hier ordentlich die verseuchten Terraner drauf. Da kann man schon mit arbeiten. Ah, probiere ich jetzt hier noch einen zwischen. Na klar! Und hier auch noch. So. Sieht doch herrlich aus. Einen noch und dann baue ich mir noch ein paar andere Units dazu. Ein paar Verseucher wären noch ganz top, glaube ich. Schänder meine ich natürlich. Verseucher. Boah, ja, die ganze Zeit hier. Die Dinger. So. Oh, hauer, hauer, hauer. Ja, ein paar Schänder wären doch ganz gut. Wegen den Kolossen hier auch. Und hier haben wir auch relativ viel Lufteinheiten. Guck, ob das noch was bringt. Bei drei Trägern. Ja, ich glaube, sollte ich doch schon bauen. So, jetzt bauen wir hier noch mal ein paar Schinderchen, Freunde, hin. Auch noch einen. Wir brauchen mehr Mineralien. Ja, ja. Jetzt verdienen wir mal um. Schön eine Line. So. Das wird aber, glaube ich, nicht reichen. Wir haben bestimmt auch fette Upgrades hierfür. Weiß ich mir gar nichts. Ah, dann lohnt es sich ja sogar, wenn ich welche mache. Aber jetzt haben wir auch noch Stürme. Ist nicht so optimal für mich. Ich brauche wesentlich mehr Schinde. Und mehr Upgrades. Und mal das dritte Gas jetzt hier. Wäre schon ganz gut, glaube ich. Nicht, dass sie das hier noch gewinnen. Das wäre eine Frechheit. Oh. Gerade dann ist das Mikrofon gekloppt hier. Entschuldigung. Ich könnte ja noch ein paar von den... Ich glaube, ich muss doch Upgrade to Tier 3 machen. Damit ich ein paar von den Vipers bauen kann. Die können dann schön die Kolosse und die Träger in meine Überlistenmasse reinziehen. Und das wäre, glaube ich, schon ganz sinnvoll. Weil die Kolosse hier ganz schön böse sind. Das sind freche Viecher. Ne? Oh, hauer, 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 ha. Ah, hat ja auch Messeträger hier, 4 Stück. Hat ja auch schon 4 Gas, ey, krass. Auch schon 4 Gas im Laufen. Ich habe nur gerade 3 Gas. Ich finde das auch vollkommen legitim, dass ich erst 3 Gas habe. Ah, soll ich einfach noch ein Gas bauen? Nee. Das kostet, glaube ich, zu viel Zeit. So, ach nee, ich mache das Upgrade nicht. Ich hole jetzt mir einfach nur noch Schänder. So. Ging ja schön hoch in Kamm. Sind durchgehend über die Mittellinie. Also wir sind durchgehend auf der gegnerischen Seite und bekommen dadurch ja wesentlich mehr Mineralien, 50% mehr. Wisst ihr wahrscheinlich, wenn ihr meine anderen Videos angeguckt habt. Oh, hau, hau, ha. Mütterchen Schiff ist auch noch dabei. Sollte ich mal die Bewegungsgeschwindigkeit von meinen Overseer erhöhen, vielleicht noch einen zweiten Overseer auch bauen. Und nicht, dass der andere, der erste direkt weggekloppt wird hier und dann das ganz schnell vorbei ist hier mit meinen Einheiten. Weil die natürlich ohne Overseer die getarnten Einheiten nicht angreifen können und das ist natürlich scheiße. Selbstverständlich ist das scheiße. So. Aber ich glaube, das ist gleich schon vorbei hier.
bin der gute Dinge, würde ich sagen, ne? Ah, es sind auch einige Schänder jetzt. Ah, die planetäre Festung, Alter, die knallt hier ordentlich drauf. 334 Kills. Das ist schon richtig ordentlich. Und Tempest ist auch noch dahinter. Krasser Scheiß. Nein, ich muss doch Upgrade to Tier 3 machen. Ich hole mir jetzt das Gas noch direkt dazu. Mach jetzt erstmal das Upgrade und dann hole ich mir auch das Gas noch. Aber jetzt einfach mal Bock zu, ne? So, und dann baue ich Vipers erstmal. Vipers! Kann ich schön nämlich die getarnten Einheiten ranziehen und wegkloppen. Ja, da schaffen wir es jetzt schon. Er hat ja auch 3 Upgrades, ey. Das ist natürlich richtig imbar. Oh. Ah, da ist es draufgegangen, Gott sei Dank, das Mutterschiff noch. Alter Falter, ey. Das geht ja immer mehr. Krasser Scheiß, ey. So, jetzt ist mein Gas auch wieder frei. Wunderschön. Dann kann es jetzt ja losgehen, ne? Ha! Den schönen Vipers. So. Ist ja schon der erste. Der erste Viperaner hier. Wir brauchen mehr Mineralien. Vielleicht sollte ich auch mal die Dinge noch verkaufen. Wir brauchen mehr Mineralien. Vielleicht gar keine schlechte Idee. Mehr Mineralien. Können natürlich auch mal Gedankenkontrolle hier noch machen. Entwickeln. Neuralparasit. Der sogenannte Neuralparasit. Gar nicht mal so verkehrt. Aber darf ich natürlich auch nicht bei allen anstellen hier. Immer nur beim zweiten. Jetzt pulvern die das alles raus und das kommt nicht so gut. So, letztes Angriffs-Upgrade und Panzer-Upgrade werde ich auch gleich mir nochmal holen. Für meine Units hier. Klopft das weg! Der Drecksmutterschiff. Ja, das läuft doch gar nicht mal so verkehrt. Aber meine Einheiten, ja, es ist halt einfach, die sind halt einfach schwach, ne? Kann ich anders sagen. Meine Linge kann ich auch wirklich, glaube ich, wirklich verkaufen, ja. Das bringt gar nichts. So. Lieber noch mal so ein paar Hydralisken oder was dazu nehmen. Wir brauchen mehr. Wurde da noch ein Hydra reingefloppt. Wir brauchen mehr Mineralien. Jetzt auch noch einen. Wir brauchen mehr Mineralien. Vielleicht übernehme ich ja das Butterschiff mal. Das wäre natürlich locker, wenn das gehen würde. Ja. Ah, wunderschön, er hat jetzt auch sich ein Mutterschiff geholt. So muss das sein. GG! Iha! Ja, das war doch mal ein nettes Gamechen, würde ich sagen.
Ah, gucken wir nochmal Punktübersicht an. Oh, 244.000. Geht so. Nicht so optimal, aber ist in Ordnung. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Bis zum nächsten Mal, euer Aggressor. See you.